hätten dich im Stich. Keiner unterstützte dich. Ich suche nur nach der Wahrheit. Die Wahrheit ist ein Gift, das die meisten Glauben haben wollen. Dieses Gift wird euer Ende sein. Soll ich das sein? So ein billiger Trick. Was zum Teufel ist da gerade aus dem Schatten gesprungen? Es funktioniert. Mach weiter. Na los, Junge, reiß dich zusammen. Der Schatten hat seine Kraft zurückerlangt. Lass den Schleim nicht wieder zu seinem Schatten. Verflucht, das brennt! Geister sind gefährlich und ich habe keinen Grund, Gnade walten zu lassen. Die Äste, die ihr geschmiert habt, weil ich erzeugen sollte dafür, dass ihr keine Gnade erfahrt. Das machst du nicht nochmal. Verdammt! Seid schuld an der Vergiftung des Gemeinwesens. Ihr stellt euch als Retter dar, die uns erlösen wollen. Aber durch eure dunklen Künste wird das Böse nur noch stärker. Ihr seid Hexen und Hexen müssen sterben. Antea starb, um Juiden zu retten. Und wir kämpfen noch immer gegen diesen Fluch. Was willst du denn noch von uns? Du umgehst die Regeln der Natur. Du hättest tot bleiben sollen. Ich muss gegen ihn kämpfen. Deine Angriffe sind wirkungslos. Eure Gedanken wurden vom Teufel verdorben. Ihr Name ist Deborah. Wer immer sie nicht, ist ein Schergel des Teufels. Du klingst schon wie der Priester aus meiner alten Gemeinde. Thank you.
Welt. Die Schuldigen wurden benannt. Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite. Ich kann nicht mehr. Können wir jetzt bitte gehen? Uns vor Augen halten wollte, was sie durchmachen musste. Aber ich fühle nur Niedergeschlagenheit. Ich fühle mich verurteilt, als ob mich nie wieder jemand verstehen würde. Justitia hat hier gewaltig versagt. Natürlich. Das ist es. Ich weiß, was das war. So ein Schemen der Ungerechtigkeit hat einen bestimmten Namen. Die mythischen Infamen. Die kenne ich bisher nur aus Büchern. Sie sind so rar, dass die meisten sie für Legenden halten. Haskells Feigheit ist dafür verantwortlich. Um seinen eigenen Arsch zu retten, hat er wissentlich eine unschuldige Frau zum Tode verurteilt. Und so wurde ein furchtbarer Geist geboren. Und einer Krankheit folgte die nächste. Haskell muss für vieles gerade stehen. Hast du das gespürt? Es ist nahe. War das... Ja. Irgendwas ist hier. Scheint festzustecken.
Bastard! Der Teufel soll dich holen! Weiter geht's. Das da unten, das war... Ich war angespannt. Ich war ungeduldig. Ich auch. Der Infame hat uns wirklich kalt erwischt. Jahre der Wut sind durch mich geflossen. Aber jetzt erinnere ich mich nicht einmal mehr an den Grund. Ich auch nicht. So geht ein Infamer vor. Aber jetzt ist es vorbei. Wir sind hier. Ich hab dich mit meinen Worten verletzt. Es tut mir leid. Vergeben und vergessen. Und hoffentlich vergibst du mir auch. Wie erquickend ist es für die Seele, von dem erlöst zu werden, dass sie so furchtet. Eine Sache, meine Freunde, ist die absolute Wahrheit. Frevler sind sich selbst der größte Feind. Oh, gut. Seine neueste Predigt. Wir haben sie nicht verpasst.
Das Versprechen des Herrn, sie von der Hölle zu erlösen, lässt sie jubeln. Die Erlösung von Leid und Sünden durch den Herrn hier auf Erden nicht. Das sieht für mich nicht wie die Erlösung von Leid und Sünden aus. Die Frevler flehen Gott an, sie von den Flammen der Hölle zu erlösen, während sie selbst das Feuer schüren. Sie bekunden ihre Liebe zu Gott, doch sie tragen seinen Namen nur zum eigenen Vorteil auf ihrer Zunge. Ihre Selbstverliebtheit bröckelt im Lichte ihrer Missetaten. Viva, viva. Mr. McGrath, mein Freund, ich bin ja so erfreut, dass ihr mir zustimmt. Nun, der Übeltäter zweifelt nie. Ich habe eure Antworten. Was? Nun, gut. Lasst uns das doch unter vier Augen besprechen. Gebt mir nur einen Moment. Es handelt sich um eine interessante Geschichte. Ihr wollt sie womöglich nicht hören. Ebenso wenig wie die braven Bürger hier. Bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir möchten die Geschichte hören. Lasst den Verbanner sprechen. Erzähl es ihnen, Red. Jedes Detail. Ja, diese Geschichte beginnt mit einer Frage. Einer Frage an euch, Gouverneur. Und vielleicht an all die guten Seelen in New Eden. Wenn ich euch eine Hexe liefere, tut ihr mit ihr das Gleiche wie mit Deborah Comenius? Comenius, sagt ihr? Die Lehrerin ging Hand in Hand mit dem Teufel und hat den angemessenen Preis dafür bezahlt. Mehr gibt es nicht zu sagen. Nein, ich konnte viel über Deborah Comenius und ihren Fall in Erfahrung bringen und komme zu einem gänzlich anderen Schluss. Und zu welchem Schluss, bitteschön, seid ihr gekommen? Die Geschichte beginnt mit einem Mann, einem neuzeitlichen König Salomon. Als seine Untertanen von einer Seuche heimgesucht wurden, ersuchten sie ihn um Führung und Schutz, denn sie waren gottesfürchtig und der König fromm. Der König führte seine Herde in Gottes Arme, aber die Seuche breitete sich aus. Der König, fürchtend um seine Stellung, brauchte einen Sündenbock. Hütet eure Zunge, Mr. McGrath, sonst verliert ihr sie und euren Kopf gleich mit. Es gab keinen Sündenbock, der Prozess war fair und gerecht. Der Prozess war alles andere als gerecht. Ihr hattet keinerlei Beweise und das war euch bewusst. Glaubwürdige Zeugen machten belastbare Aussagen, mein Herr. Zeugen wie Gibbs, die euch quasi zu einem Schuldspruch gezwungen haben, da sie euch sonst selbst der Hexerei bezichtigen würden? Ja, ein gewisser Druck wurde auf mich ausgeübt, aber was ich getan habe, geschah zum Wohle der Kolonie. Es waren schwierige Zeiten. Ihr haltet euch selbst für einen bedeutenden Okkultisten. Dieses Bild von euch habt ihr in eurem Kopf gemalt. Um den Teufel abzuwehren, muss der weise und furchtlose Mann Gottes Beelzebubs Masche verstehen. Habt ihr euch je gefragt, was jenseits des Schleiers liegt, jenseits des Saums, jenseits des Totenreichs? Habt ihr je vom Aralu gehört? Das ist doch Mumpitz. Nein? Euer guter Freund Etienne Roulet hielt euch anscheinend nicht für würdig, seine Geheimnisse mit euch zu teilen. Na, vergesst die Sache einfach. Betrachtet ihr euch dann selbst als wahren Dämonologen? Für einen gerechten Krieg müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, er muss von einem legitimen Herrscher befohlen werden. Zweitens, es muss um eine gerechte Sache gehen. Drittens, er muss mit der rechten Absicht geführt werden. Ja, die Summa Theologiae von Thomas von Aquin, oft zitiert. Aber eine wichtige Sache habt ihr zweckdienlich ausgelassen, und zwar: Es muss um eine gerechte Sache gehen, dass nämlich der Gegner den Krieg verdient, weil er Übeltaten begangen hat. Ihr seid ein aufgeblasener Feigling. Ihr fürchtet jeden, der anders ist.
auch wenn das nur menschlich ist. Es muss einen Richter geben, damit Ordnung herrscht. Ein Mann muss ein Urteil fällen, einer muss es vollstrecken. Gerade ihr solltet das wissen. Leben und leben lassen. Ich kümmere mich ausschließlich um die Toten. Und ich mich um die Lebenden. Diese Leute waren Sünder, mein Herr, und sie müssen zum Licht zurückgeführt werden. Das ist mein Auftrag, meine Pflicht. Was wollt ihr wirklich, Gouverneur? Ich will doch nur dienen. Ich bin der getreue Diener der guten Menschen von New Eden. Ohne mich wären sie verloren. Ohne sie wärt ihr verloren. Ja, vielleicht brauche ich sie. Wie ungemein menschlich von mir. Aber diese Menschen brauchen mich zweifellos auch, Mr. McGrave. Es gibt sonst niemanden. Gebt es zu. Ihr spielt mit Magie, die ihr nicht versteht. Herr, ihr seid ein Neider. Ich, mein Herr, bin müde. Ich habe meine Arbeit getan, meinen Vertrag erfüllt. Ich habe die Quelle des Fluchs gefunden. Das Gift unter dem Brunnen ist weg. Euch ist in keiner Weise dafür zu danken. Aha, es war also Gift. Die Waffe der Frevler, um den Willen der Leute zu schwächen. Was war's? Tollkirsche? Schierling? Fingerhut? Verrat, verheimlichte Wahrheit, Geheimnisse und Lügen. Im Grunde also Schandtaten, eure Schandtaten. Die Schandtaten, die Deborah Comenius zum Verhängnis wurden. Die Schandtaten, die zu ihrem Tod geführt haben. Sie starb durch das Gemeinwesen. Sie starb durch uns alle. Und vor allem starb sie durch ihre eigene Schuld. Sie starb, weil sie nicht gestehen wollte, was sie nicht getan hat. Ich wollte sie nicht töten. Dummes, starkköpfiges Weib. Warum wollte sie nicht gestehen? Ich hätte Milde walten lassen können. Ich hätte ihr Gnade erwiesen. Ihr hattet die Macht, diesem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Aber stattdessen blieb ihr tatenlos und habt das barbarische Ende abgewartet. Ihr habt den Fluch über New Eden gebracht. Dann habt ihr euch an uns Verbanner gewandt, damit wir eure Fehler für euch beheben würden. Ihr prahlt mit eurem Wissen über Dämonen und Geister, doch in Wahrheit wisst ihr nichts. Ihr stolziert herum wie ein eitler Gockel ohne Schneid. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit walten zu lassen. Aber euer Gouverneur hat den Tod mitgebracht. Naja. Er trägt die Schuld. Und ich werde sie benennen. Herr, oh, verflucht! Nein. Mein Eid! Meine Freunde, habe ich nicht stets die Interessen der Gemeinde über meine eigenen gestellt? Habe ich euch nicht beschützt? Euch nicht geliebt? Das Böse für immer fort. Ganz im Gegenteil. Wer wird uns dann beschützen?
Ich kann das. Solange Mr. McGrath sich gegen den Fluch von Yuin stellt, werde ich die Menschen in den Harrows beschützen. Oder es zumindest versuchen. Wir sollten jetzt alle nach Hause gehen und um Vergebung bitten und um die Stärke, die Folgen unserer Taten auszustehen. Eure Bezahlung. Nur eine Schuld unter vielen, die mir mein Vater hinterlassen hat. Ihr solltet euch zuerst um eure eigenen Schulden kümmern, junger Haskell. Wie recht ihr doch habt. Ich hasse diesen Ort. Ruh dich kurz aus, aber dann lass uns bitte von hier verschwinden. Wütend. Ich seh's dir an. Natürlich tust du das. Du denn nicht? Ja. Angewidert. Von dem, was wir unten gesehen haben. Von den Sünden, die Fairfax Haskell im Namen seines Gottes begangen hat. Ich hoffe, dass sie alle in der Hölle schmoren. Und dafür hasse ich mich. Verlier dich nicht. Du hast so viel mehr getan, als ich je von dir verlangen hätte können. Ich tue, was notwendig ist, und ich tue es gern. Du musst nichts von mir verlangen. Je näher wir meinem Körper kommen, der Wahrheit darüber, was hier wirklich geschehen ist, desto stärker fühle ich mich. Meine Sinne werden schärfer. Als ob ich die Stille schmecken, den Holzrauch riechen, deine Körperwärme wahrnehmen und Deborahs Zorn spüren könnte. Es fühlt sich an, als wäre es mein Zorn. Ich weiß, was sie spürt. Aber diese Wut in mir, die Furcht. Ich dachte, ich hätte sie hinter mir gelassen, als ich von zu Hause fort bin. Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Aber die Zukunft liegt in deiner Hand. In Zeiten wie diesen können alte Wunden wieder aufreißen. Das verwundert mich nicht. Es ist mehr als das. Ich dachte, sie wären verheilt. Es fühlt sich an, als wäre ich 10 Schritte zurückgegangen. Und jetzt schlängelt sich sogar die Schwester, von der ich dachte, sie wäre für immer fort, wieder zurück in mein Leben. Deine Schwester, Ayomide, war ihr Name, richtig? Nein, nicht sie. Bevor ich Kuba verließ, als ich noch klein war, hatte ich eine Freundin, die ich meine Schwester nannte. In dieser Nacht, der Nacht, in der ich starb, träumte ich von ihr. Ich träumte von Kalendra. Hast du nach ihr gesucht? War sie in der Nähe? Es wäre doch denkbar. Es ist so undenkbar, dass es deine Vorstellungskraft übersteigt. Nein, sie war nicht da. Aber ich habe ihre Stimme gehört. Ich könnte es schwören, aber wie hätte das sein können? Dann war es vielleicht der Nachtmahr? Ich glaube nicht. Der Nachtmahr war in der Nähe. Was ich gefühlt habe, das schien von weiter weg zu kommen. Fast als wäre es eine andere Ebene des Seins gewesen. Was hat sie gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich nicht.
Ich glaube, sie sagte, wir seien eine Familie, die niemals getrennt werden könne. Dann will sie mich ersetzen, das kann sie vergessen. Ich bin jetzt deine Familie. Und nichts wird uns entzweien. Nein, noch nicht einmal der Tod. Noch immer wütend? Darauf kannst du Gift nehmen. Thank you.